Nicht enden wollende Schlangen vor den Toren der Burg Adendorf auch wieder in diesem Jahr. Anlass war die sehr beliebte Landpartie, die den Besuchern in und um die Burg Seltsames, Sehenswertes, Wertvolles und Informatives zeigte. Wir haben uns für Sie in das Gedränge rund um die unzähligen Aussteller gewagt und ein paar Highlights für Sie ausgewählt. Damit auch das nötige Kleingeld für die Tour vorhanden ist, braucht es natürlich auch die Beratung der Kreissparkasse. Ja, wir sind auf der Landpartie hier in Adendorf als Kreissparkasse Köln schon seit Jahren Sponsor dieser Veranstaltung, machen das sehr, sehr gerne. Bei tollem Wetter meistens können wir viele Kunden und Gäste empfangen, bedienen die Menschen auf der Landpartie, egal ob es Kunden oder Nichtkunden sind, mit unserem fahrbaren Mobil, was Sie gesehen haben neben mir, sind da sehr froh drüber. Jeden Tag gehen da 50.000, 60.000 Euro raus und die Leute kaufen ganz munter hier auf der Landpartie, freuen wir uns sehr drüber und wie gesagt, viele gute Kundenkontakte. Wir haben große Freude dabei. Genießen sollte man natürlich auch den Duft der vielen teils ausgefallenen Kräuter, die man nur auf der Landpartie findet. Das ist eine Alternative. Die Pflanze ist robuster, man hat länger was von. Macht man das auch ins Beet? Das können Sie ausfahren, das ist aber nicht winterhart. Zum Ausruhen luden die extravaganten Strandkörbe ein. Schon über 30 Jahre produziere ich selber die Strandkörbe und qualitativ hochwertig. Das ist einzigartig mit Gelenkarmfedern, alles in die Beschläge in Messingchrom mit Bullaugen, die ich auch einmal ins Leben gebracht habe. Ja, und man muss sich reinsetzen und sich wohlfühlen. Nee, die blüht nicht, die ist es ein Wasserfilter. Wir haben Sachen, die dieses Jahr vor allen Dingen noch blühen, in der vollen Blüte und Blutpracht stehen. Wir haben extravagante Sachen. Extravagant war da auch spezielles Olivenöl. Die Besonderheit ist das Verfahren. Es ist keine klassische Kaltpressung, sondern eine Weiterentwicklung des Kaltpressverfahrens. Die Oliven werden gekühlt gemahlen. Die Zwischenräume zwischen den Oliven werden mit Brunnenwasser aufgefüllt, bevor der Mahlprozess stattfindet. Das heißt, es kommt weniger Luft mit in den Fruchtbrei hinein. Das Olivenöl bleibt im Anschluss ungefiltert. Beim vielen Laufen über das Landpartiegelände war es sinnvoll, Schuhe des Adels zu tragen. Doch was ist das Besondere an Adelsstiefeln? Dass sie aus einem Stück Leder sind und dadurch haltbar, weil keine Naht kaputt gehen kann. Es sind Rahmen genäht und brauchen nur neu besohlt werden, wenn die Sohle durchgetreten ist. Wahrscheinlich entsprechend Ihren Preis? Nein, es ist ein üblicher Preis von um die 200 Euro. Und das ist dafür, dass sie mindestens 13 oder 15 Jahre halten, wie hier. Das ist ein Schuh, der ist 14 Jahre alt und wird immer noch getragen, weil es nichts dran ist. Insofern lohnt es sich, als nachhaltiger Schuh so einen Schuh zu tragen. Traumstätte hört man sich bei mir. Nur Traumstätte. Ich verwende verschiedene Gesteinssorten, Granit, Sandstein, Marmor, Basalt. Jedes Material hat seinen Reiz. Man kann nicht aus jedem Material alles erstellen. Manche Dinge kann man polieren, andere nicht. Oft ist es so, dass die Form des Natursteins schon mir Anregungen gibt, was ich daraus mache. Man muss nicht gut betucht sein, aber wenn man bei mir einen gekauft hat, ist man gut betucht. In Vorbereitung auf den Nachhauseweg konnte man sich als alternatives Fortbewegungsmittel ein ganz schickes, handgefertigtes Fahrrad aussuchen. Wir bauen Retro-Fahrräder, das heißt dieser ganz klassische Stil, aber mit ganz moderner Technik, also bis hin zum Elektrorad. Wichtig bei allem Wertvollen war dann der Restaurator, der seine Aufgabe darin sieht. Ich versuche hier ein Publikum anzusprechen, die selber Kulturgüter zu Hause haben, um sie zu erhalten und zu pflegen. Und hier versuche ich auch beratend tätig zu sein, den Umfang einer Restaurierung zu erläutern. Zwar kein Kulturgut, aber antik für den Outdoor-Bereich ist doch gemütlich, oder? Wetten, dass wir Sie nächstes Jahr auch auf der Landpartie in Adendorf treffen?